Herzlich willkommen zu Rush Talk. Mein Name ist Nick Seebacher. Mir gegenüber sitzt Europas Motivator Nummer 1, Erich Löschön. Hallo Erich, freut mich sehr, dass du heute da bist. Ich auch, Nick. Du hast ja neu in deiner Akademie zusätzlich zur Motivation ja das Thema Philosophie auf die Flagge geschrieben. Wie kommt es dazu? Ja, ich habe natürlich lang überlegt. Die Motivation ist ja im Grunde der Treibstoff des Lebens. Den braucht man täglich. Wir haben ja alle einen großen Motivationstank. Aber umgekehrt braucht es natürlich auch die Navigation und das ist die Philosophie. Denn die Philosophie stellt natürlich die richtigen Lebensfragen. Woher komme ich? Wer bin ich? Erkenne dich selbst. Und das ist unglaublich gut und vor allen Dingen auch bei den Seminaren oder auch bei Gesprächen in Wirtschaftskreisen. Wir Menschen sind natürlich mit diesen Fragen der Philosophen, sind wir nicht täglich konfrontiert. Und darum ist es so schön, weil philosophische Fragen sind im Grunde die Lebensfragen, die wir alle brauchen. Weil nur wenn man sich selbst erkennt, wenn man weiß, wer man selbst ist, kann man erst mal schauen, wo es hingeht, wo das Leben überhaupt langläuft. Mhm. Du hast inzwischen sogar einen Lehrsitz bei der Hochschule für Philosophie in München, habe ich gehört. Das ist richtig. Ich habe im Wintersemester jetzt einen Lehrauftrag. Mhm. Dort sind 550 Studentinnen und Studenten. Die sind alle begeistert, weil sie eben sagen, hurra, jetzt haben wir wenigstens jemand, der einfach auch aus der Praxis raus, das Authentische, uns vermitteln kann. Denn mit Philosophie alleine kann man natürlich auch nicht nur das Leben bestreiten, sondern es braucht auch die Motivation dazu. Ja. Dann, Erich, vielleicht hast du ein paar Erfolgsstrategien, ein paar Motivationstipps, die unsere Zuschauer vielleicht schon morgen umsetzen könnten. Also der erste Tipp, den ich geben kann, ist, dass man nicht alles, was man so hört, glauben soll. Dass man sich eine eigene Meinung bilden soll. Dass man einfach auch mal sagt, was nehme ich denn alles so auf? Und wir leben ja heute in einer Welt, wo so viel Informationstraffik um uns rum ist, dass man eben einfach sich nicht verrückt machen lässt, sondern dass man einfach mal sagt, was denke ich gerade? Dass man sich mal Zeit nimmt, auch mal über sich nachzudenken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn nur wer denkt, kann sich verändern. Also wenn man eben einfach zu oder keine Zeit hat, um nachzudenken im Leben, dann kann man sich nicht verändern. Und alles, was Veränderung betrifft, ja, hat was mit Persönlichkeit zu tun. Also das ist nicht mal schnell irgendwo ein Buch gelesen, sondern es dauert eben einfach. Das ist das eine. Das andere ist natürlich das, was sicherlich auch jeder Motivationscoach empfiehlt, ist, dass man eben einfach an sich selbst glaubt. Nur wer an sich glaubt, hat alle Chancen im Leben. Also sich wirklich mal vor sich mal wirklich knien und sagen, hey, ich bin gut. Und das war bei mir auch in meinem Leben so. Auch in schlimmsten Phasen meines Lebens habe ich nie den Glauben an mich verloren. Weil wenn du den Glauben an dich verlierst oder die Hoffnung, dann ist einfach wirklich dann die Depression dahinter. Was ich natürlich auch noch empfehlen kann, ist, dass man sich selbst einfach mal wirklich was Gutes tut. Dass man sich selbst einfach auch mal vielleicht mal wieder eine neue Krawatte oder einen neuen Pullover oder einfach mal wirklich an sich selber denkt. Dass man einfach mal sagt, wie trete ich denn in diese Welt hinaus und mal mit Farbe oder was auch immer arbeitet. Und was natürlich auch wichtig ist, dass man versucht, jeden Tag seinen Geist, seinen Körper und seine Seele in der Balance zu halten. Also das heißt, wenn man mal so sich ertappt hat, dass man wieder mal eine Lebenslüge gemacht hat, oder wenn man sich ertappt hat, dass man also in der Früh joggen wollte und man ist nicht gejoggt, dann kann man das immer wieder korrigieren, indem man eben wirklich sagt, so, jetzt lege ich noch eine Einheit drauf oder jetzt habe ich erkannt, dass ich da und dort mich selbst belogen habe. Und das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Also du hast vorher auch gesagt, man soll sich selber mal belohnen, man soll selber von sich überzeugt sein und wissen, man schafft es und an sich selber glauben. Jetzt, das ist meiner Meinung nach so eine Art gesunder Egoismus, aber in unserer Kultur ist es schon irgendwie, das ist wie verpönt eigentlich, dass man das pflegt. Das ist richtig. Man muss auch wissen, wenn man wirklich die Erfolgslaufbahn einschlägt, also ich kann das sagen, wird man auch immer wieder Menschen verlieren, weil Menschen einfach das nicht wollen. Menschen sagen, Mensch, der ist ja verrückt, der geht auf die Abendschule oder der arbeitet ja mehr wie ich und der spielt ja gar nicht mehr mit mir Tennis und der macht nur noch seinen Beruf. Man verliert da natürlich auch Menschen und da braucht es natürlich auch etwas, wo man sich selbst irgendwo immer wieder auch zurückholt und sich selbst wieder stärkt. Und dazu ist es halt auch wichtig, dass man versucht, sich jeden Tag im Grunde weiterzuentwickeln. Das ist die Technik, aber das schaltet jetzt aus. Da sind wir motiviert genug. So, also dass sich jeder einfach auch immer wieder sagt, ich muss mich weiterentwickeln. Und dieses Weiterentwickeln ist natürlich dann auch wieder
ein weiteres Ziel, wo man dann vielleicht andere Menschen kennenlernt. Also bei mir war es in meinem Leben immer so, ich hatte mal viele, viele sogenannte Freunde. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich muss was tun. Ich war einfach allgemein gut. Konnte keine Fremdsprache. Ich war irgendwo nicht so motiviert und ich musste einfach was tun. Also fängt man an, irgendwo auf eine Abendschule zu gehen oder man fängt an, irgendwo nebenbei noch zu arbeiten oder man fängt an, irgendwo sein Umfeld zu reinigen. Und dann verliert man natürlich Menschen. Aber wenn man dann in die nächste Stufe kommt und man kommt einfach mal, so wie ich jetzt, an einer Universität unterrichte, dann lernst du einfach intellektuelle Menschen kennen. Du lernst einfach irgendwie junge Menschen kennen. Du lernst ältere Menschen kennen. Du lernst Professoren kennen. Und das ist eben einfach so, wer erfolgreich ist, der verliert erst mal ein bisschen an seinem Umfeld. Das heißt, der Erfolgreiche wird sein Umfeld ständig ausbauen. Und dadurch muss man auch stark genug sein und selbstbewusst genug sein, dieses auszuhalten. Etwas verlieren, um noch mehr zu gewinnen. Ja. Vielen, vielen Dank, Erich Lejeune, für dieses super Interview hier bei Rush Talk. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu Erich Lejeune, in ein paar Monaten wird dann erscheinen die Lejeune Powerbox, wo Sie all diese Inhalte noch viel detaillierter dann mitbekommen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal, Rush Talk.